2020 wollten wir mit allen Bürgerinnen und Bürgern, die in den letzten 70 Jahren die Stadt aufgebaut und gestaltet haben, gemeinsam feiern. Dies war uns leider nicht vergönnt. Doch haben wir die Zuversicht, in diesem Jahr einiges nachzuholen und gemeinsam mit unseren Gästen Veranstaltungen anzubieten, die eines Jubiläums würdig sind. Gemeinsam mit ArcelorMittal haben wir uns dazu verständigt, Ihnen und unseren Gästen natürlich einiges anzubieten. Ich wünsche Ihnen und uns gemeinsam dafür alles Gute und auch unsere Städtepartner hoffe ich, hier in Eisenhüttenstadt zu begrüßen. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf! 70 Jahre Werk und Stadt. Eigentlich wollten wir das mit Ihnen gebührend feiern. Leider ist es anders gekommen. Nichtsdestotrotz werden wir in diesem Jahr dann eben auf kleinere Formate ausweichen, soweit das zulässig ist, und 70 Jahre Werk und Stadt mit Ihnen gemeinsam begehen. Irgendwann werden wir auch wieder in einen normalen Alltag zurückkehren und dann holen wir das nach, was uns heute leider nicht möglich ist. Bis dahin bleiben Sie gesund. Wir sehen uns in Eisenhüttenstadt. Ja, liebe Eisenhüttenstädter, liebe Kolleginnen und Kollegen von ArcelorMittal, lieber Frank, liebe Freunde, in diesem besonderen Jahr feiern Stadt und Werk Eisenhüttenstadt einen runden Geburtstag, den 70., zu dem ich natürlich gerne zu eurem Stadtfest nach Eisenhüttenstadt gekommen wäre, um mitzufeiern. Aber in diesem Jahr macht Corona alles anders. Von daher ist es mir nicht möglich, aber aufgeschoben ist und aufgehoben. Ihr könnt euch sicher sein. Ich werde im nächsten Jahr wieder vorbeikommen und gemeinsam mit euch feiern.
Je suis très heureuse, en tant que maire de Drancy, au nom de l'ensemble des élus municipaux, des membres et bénévoles du comité de jumelage, comme au nom de tous les Drancéens, de pouvoir vous souhaiter un très joyeux anniversaire pour les 70 ans de la fondation de votre ville. Ces vœux s'adressent d'abord à vous, bien sûr, cher Franck Balzer, qui nous avez fait l'honneur de votre visite en 2018 à l'occasion des 55 ans du jumelage entre nos deux villes.
Уважаеми господин Франк Балцер, скъпи приятели! Щастлив съм, че имам честта да ви поздравя по повод 70 годишнината на Айзенхютенщад. Тази година отбелязваме и още една годишнина и това са 50 години, откакто нашите два града имат изградени партньорски взаимоотношения. Don't worry, be happy. Ooh.